Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers Resources. Subvert wird public. Ja, in der letzten Folge, da haben wir die Linie 5 ein bisschen angepasst. Also besser, also Fahrplan hier und da ein bisschen dran bearbeitet sozusagen. Und was heute so kommt, müssen wir mal sehen. Ich habe zwar ein bisschen nachgeguckt, was ich in der letzten Folge so gemacht habe, aber konnte, wie gesagt, bis auf, dass ich die Linie 5 angepasst habe, eigentlich nicht so viel oder eigentlich fast so gut wie gar nichts anderes finden. Außer, woran ich mich erinnern kann, dass wir auch dabei waren, noch ein paar weitere Solo-Fahrzeuge zu beschaffen. Und ich meine, oder glaube besser gesagt, diese Methode werden wir auch weiter fortführen. Hier haben wir, glaube ich, ein neues Fahrzeug erworben, was wir, glaube ich, umsiedeln wollten oder irgendwie sowas. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber eine von diesen Möglichkeiten haben wir ja nur. Weil wir allein schon hier nur in der Langenfelde ja so... so viele Solo-Touren für Gelenkbus, für Solo-Fahrzeuge haben. Eigentlich hier auf der im Betriebshof Wendemuthstraße eigentlich auch. Aber da habe ich ja momentan erstmal nur die Gelenkbusse untergestellt. Und ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich war ja dabei, auch die Metrobus-Linie 9 zu etablieren, also hinzuzufügen. Ich musste eben gerade einmal kurz mal niesen, nur wollte nicht, dass ihr das unbedingt mitbekommt. Deswegen einmal kurz unterbrechen sozusagen. Aber schon geht's weiter. So, jetzt müsste Fahrer 16 dran sein. Okay. Und als nächstes Fahrer 17. Guti, 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 guti. Ah, drei sind noch. Da sind noch drei. Da ist noch einer. Wahrscheinlich auch einer der Neuerwerbungen. Aber erstmal müssen wir erstmal hier sozusagen die Spätschicht sozusagen zuweisen. Und dann muss ich gleich erst nochmal gucken, was ich für die Neuen schon mal sozusagen alles geplant habe. Fahrer 204, Linie 4. Ja, reicht Wagen 100 aus. Dann sind wir wieder in Wendemuthstraße. Da brauchen wir eigentlich auch noch mehr Fahrer. Also für die Linie 263, dafür bräuchten wir eigentlich noch insgesamt, wir haben ja jetzt eigentlich nur drei Schichten abgedeckt. Und jede Schicht braucht ja um die 5 Fahrer. Also müssen wir da eigentlich noch jeweils noch 2 Schichten sozusagen mit abdecken. Hiermit haben wir dann jetzt die dritte Schicht sozusagen abgedeckt und fangen dann jetzt mit der vierten Schicht hier sozusagen an. Besser so, sozusagen. Gut. Das kann dann noch einer der Fahrer hier mit übernehmen. Nehmen wir gleich Fahrer 15 auf Wagen 173. Und dann geht es wieder zurück ins Hauptdepot. Fahrer 205, Wagen 162, auch wieder ein normaler Gelenkbus. Und was wir ja auch noch weiter oder wo wir noch weiter dran arbeiten müssen, ist, dass wir hier die Linienabdeckung oder Liniennutzung auf der Karte sozusagen ebenfalls weiter nach oben schrauben, also dass wir mehr Leute in die Busse bekommen. Und das können wir eigentlich im Grunde nur damit abdecken, indem wir weitere Linien sozusagen anbieten. Und das ist auch, wie ich ja schon mehrmals eben gesagt habe, auch einer der Hauptaufgaben momentan. Einfach mehr Linien anzubieten, um mehr Fahrgäste sozusagen zu bekommen. Gut, Fahrer 16 auf das Fahrzeug. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Fahrzeuge zugewiesen. Müsste, glaube ich, so aber so sein, ne? So, gut. Fahrer 208. Sind wir hier wieder Langenfelder.
Langenfelde-Damm. Fahrer 19. Und dann kommt jetzt Fahrer 20. Wieder hier am Hauptbetriebshof. Auch wieder ein Einsatz für einen Solowagen. Wagen 17. Okay. Eigentlich war das ja mal geplant, Wagen 17 eigentlich zu verscherbeln. Auch die anderen MANs, die wir ja noch hier stehen haben. Ich glaube mittlerweile noch 3 Stück oder 2. Aber wir haben ja momentan hier so einen großen Bedarf an Solo-Fahrzeugen, dass man die eigentlich gar nicht verkaufen kann. Also dass die weiter treu und also sozusagen gebraucht werden, ne? Oh Mann, das sind aber auch, wie gesagt, viele Umläufe, die ich hier habe. Fahrer 21 auf Wagen 182. Damit habe ich jetzt den letzten Solowagen hier den Betrieb sozusagen von Verkehr zugewiesen. Fahrer 211, Linie 4 auch eben halt ein Solowagen. Wagen 55. Und dann auf der 15 und auf der 4 benötigen wir ebenfalls Solo-Fahrzeuge. Fahrer 212 und Fahrer 213. Sehr schön. Gut, zurück in das Tagesgeschäft sozusagen. Hier läuft ja dann die Linie 9 entlang. Der zweite Grund, also um hier wie gesagt Fahrgäste anzubieten, und der eigentliche Hauptgrund, um die Linie mit in Betrieb zu nehmen, war ja die Linie 263 mit dem Rest der mit unserem Liniennetz sozusagen zu verbinden. Und das geht ja im Grunde eigentlich nur über diese Kurzlinie sozusagen, weil die anderen Linien, die sozusagen alle hier über diese Strecke fahren, sind eigentlich relativ sehr lange Fahrzeuge oder die relativ lange Strecken. Und da sah ich momentan einfach diese Linie als besser an, sozusagen. Dann haben wir auch noch zur Zeit noch so ein Stadtevent wieder in der Stadt. Wie viele Fahrer brauchen wir hier eigentlich? 5 Fahrer, okay. Brauchen wir dann auch schon wieder gut 50 Fahrer, wieder nur hier im Betriebshof Wendemuthstraße. Schauen wir mal, ob wir da noch welche bekommen. Noch schöne gute Fahrer. Aber so wie es aussieht, kriegen wir momentan nur 2 weitere Azubis. Aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Das ist dann jetzt Fahrer 17. Einmal W17 und einmal W18. Eigentlich könnten wir dann, weil die Linie 263 ja auch noch nicht so stark benutzt wird, wie sie es eigentlich erwartet hätten, sozusagen, könnten wir eigentlich auch, wie gesagt, Solo-Fahrzeuge einsetzen, aber dafür brauchen wir erstmal noch die Fahrzeuge dafür. Und so viele Solo-Fahrzeuge kriegen wir als Gebrauchfahrzeuge ja auch nicht zusammen, da es eben halt auf dem Markt nicht so viel gibt, ne? Hier haben wir jetzt mal wieder 2 Capacity Facelift, 2 Stück. Eigentlich für einen ganz akzeptablen Preis. Nur ich wollte mal gucken, ob ich die vielleicht ein bisschen billiger bekomme. Wunderbar. Ein Fahrzeug habe ich bekommen. Nur muss ich jetzt eben mal kurz mal gucken. 184 müsste jetzt, glaube ich, dran sein, ne? Jo, perfekt. 184, sehr schön. Tanken, reinigen, Reifen und Bremsbeläge einmal neu machen. Und dann hole ich mir gleich nochmal den zweiten. Da ist der. Auch ungefähr für denselben Preis würde ich den gerne kaufen. Und das ist dann jetzt schon Wagen 185. Also der Fahrzeugbestand wächst, wie gesagt, kontinuierlich. Einmal Lichtbremsbeläge.
So, die eine Neuerwerbung hier, die ist ja wieder einsatzbereit. Schicke ich das Ding gleich einmal in die Lackierhalle. Für eine typische Hamburger Lackierung. Und da ist, glaube ich, auch noch... Warte mal, 185, habe ich den jetzt schon? Achso, nee, nee, nee. Achso, doch, das ist das falsch. Gut, dann habe ich nur eben falsch... Eben einmal geguckt. Einmal falsch nachgesehen. Gut, okay. So, Wagen 37 wäre dann da. Linie 4 bekommt nochmal einen Gelenkbus. Ja, nur einen Umlauf. Dürfte ja eigentlich nicht so stressig sein, ne? So, Fahrrad 216. Ebenfalls ein Solowagen und dasselbe gilt auch für Fahrrad 218, müsste das glaube ich sein, ne? Perfekt, 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 perfekt. Ach ja, stimmt, hier habe ich ja auch mal ein Volvo hier gekauft. Einen 7900S. Bin auch mittlerweile bereit dafür, auch andere Fahrzeugtypen, die in Hamburg unterwegs sind, ebenfalls zu kaufen. Um eben halt den ganzen Bedarf an Solofahrzeugen sozusagen gerecht zu werden, ne? Entschuldigung, das war eben gerade doch relativ laut. Verzeihung. Aber jetzt geht's schon weiter. Entschuldigung für diejenigen, die sich deswegen leicht, erschrocken haben, ne? So, das Fahrzeug wird gereinigt. Wunder, okay. Da kommen auch wieder Fahrzeuge rein. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch Solo-Umläufe, ne? Eigentlich auch mehr so ein bisschen wirklich auch realistisch so ein bisschen dargestellt, ne? Das hat auch mehr oder weniger so ein bisschen gefehlt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein bisschen mehr Realität so hier so ein bisschen. Gut, der nächste Umlauf. Linie 180 ist wieder Langenfelde. Da brauchen wir auch wieder einen Solowagen, aber ich glaube, es sind alle zugewiesen. Doch, da sind wieder welche reingekommen. Und sogar auch einen, den wir vergessen haben zu lackieren. Na, sowas. Fahrrad 22. Welche Lackierung? Na komm. Brille Vielmann. Besser als gar nichts. Und dann geht es auch gleich schon weiter auf der Linie 4. Ah, sonst sind keine Solowagen mehr da. Bis auf die Neuerwerbung, aber die sind noch nicht einsatzfähig, ne? Da kommt jetzt auch hier. Das ist jetzt, oh, schade. Wagen 183. Welche Lackierung spendiere ich den? Eine typische Hochbahnlackierung. Waren denn da überhaupt noch passende Fahrzeuge? Hier habe ich noch einen Citaro 2, nur der ist mir zu klein. Aber den könnte ich dann auch hier nach Langenfelde umsiedeln sozusagen. Oh, der hat sogar Motorschaden. Dann gehe ich da ein bisschen weiter mit dem Preis runter. Weil das Fahrzeug eben halt länger braucht, um bis das wieder einsatzfähig ist. Oh, da wird war sogar einverstanden. Das ist okay. Ah, 186. Oh, die Fahrzeuge nehmen zu. Die nehmen schon wirklich zu. Vielleicht müssen wir noch mal ein paar Motoren dazu kaufen. Langsam werden die knapp. Zwei weitere. Was brauchen wir noch? Bremsbeläge brauchen wir viele. Da bestelle ich gleich mal
dass wir gleich 12 Stück haben, also 5 weitere Reifen, 4 mal Öl, Keilriemen sind in Ordnung, 6 Scheibenwischer, 6 Blinker und 5 mal Licht. Das sollte zum großen und Ganzen eigentlich ausreichen. Und Wagen 81 ist wieder da, wunderbar. Kommt da gleich der nächste Fahrer drauf. Und zwar Fahrer 223 ist das. Wagen 95 ist auch defekt. So, Wagen 38, Wagen 106 ist einsatzbereit. Wagen 64 geht in die Lackierhalle. Ach, das ist der Citaro, den wir erworben haben. Den habe ich übersehen. Wagen 64. Gut, dann sind wir hier oben wieder Langenfelde mit Fahrer 23. Oh, da haben wir noch einige Fahrzeuge übrig. Okay, wir bekommen auch nochmal eine typische Hamburger Lackierung. Diesmal Pinneberger Verkehrsbetriebe oder Verkehrsgesellschaft, wie das genauer hieß. Heute ja auch kein mehr aktiver Betrieb hier in Hamburg, leider. Kann aber auch leider nicht sagen, seit wann dieser Betrieb nicht mehr existiert oder seitdem die nicht oder wann sie nicht mehr sozusagen unterwegs sind, also wann sie den Betrieb, wann der Betrieb sozusagen eingestellt worden ist. Nur ich weiß so viel, dass sie mit der VHH, also Verkehrsgesellschaft Hamburg-Holstein, also dass die den Betrieb sozusagen übernommen haben und dass die den, die Linien jetzt von denen sozusagen weiter betreiben oder weiter fortführen sozusagen. Wenn einer von euch da genaueres weiß, würde ich über weitere Informationen auf jeden Fall dankbar, weil es würde mich auch sehr interessieren, was mit dem halt, wie gesagt, mit dem Betrieb, ob es noch alte Fahrzeuge von denen gibt, die noch unterwegs sind. Und was ansonsten, ja, was das eben halt Besondere war an der PVG. Weil ich habe sie zwar auch noch zum Teil mitbekommen, aber die sind mir ja, wie gesagt, Pinneberger Verkehrsgesellschaft, wie gesagt, mehr so in dieser Ecke hier so unterwegs gewesen. Und auf der Ecke bin ich eigentlich relativ selten in Hamburg unterwegs. Mehr so in diesem Bereich bin ich mehr sozusagen mehr unterwegs, besser gesagt. Gut, oh, die nächste Lackierung, wunderbar. Da haben wir jetzt wieder andere Lackiermöglichkeiten, das ist wieder schön. Oh, sogar Elitebus. Auch ein Verkehrsunternehmen, was zur Hochbahn gehört. Das ist nur ein Tochterunternehmen. Und zwar sogar... Auch Umbrella sind auch dabei. Hi, selbst die habe ich schon gefunden. Gut, dann nehmen wir die dazu. Erstmal den Ex-Hochbahner von ja, Hochbahn 610. Jetzt hat er, glaube ich, eine andere Nummer, ne? Oder keine Ahnung. Aber auch auf jeden Fall, glaube ich, ein Fahrzeug von 2008. So, dann Fahrer 26, da unten müssen wir noch irgendwelche Fahrzeuge noch übrig haben, ne, jo, da sind noch welche. Und die Nachtbuslinie, Entschuldigung, die Nachtbuslinie 2. Sehr schön. Gut, kann das Ganze dann noch mal ein bisschen schneller laufen. Außer jetzt auf ein paar Nachtbuslinien kommt eigentlich ja nicht mehr viel rein. Und der Nachtbuslinie 20 natürlich. Auf der verkehren ja schließlich auch Nachtbusse, ne? Allerdings nur vom Winterhuder Marktplatz. Glaube ich Richtung Altona, ne? Ja, genau. Also quasi, Moment, muss ich einmal kurz mal gucken. Winterhuder Marktplatz. Ah, das ist hier. Bis hierhin fahren die nur und dann fahren sie wieder zurück. Gut, das ist dann jetzt der Morgenverkehr, also der nächste Tag sozusagen. Kommen jetzt auch einige Fahrzeuge wieder rein. Ist nur die Frage, ob da auch defekte Fahrzeuge dabei sind.
Weil rauchende Fahrt. Doch, da ist ein Fahrzeug. Einmal die Bremsanlage bitte. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich hier auf die Schnelle nichts entdecken. So, da müssen doch einige der Neuerwerbungen eigentlich auch fertig sein. Jo, der ist fertig. Und der kann in die Lackierhalle. Der ist ja fertig. In welches Depot schicke ich den denn jetzt? Gut, schicke ich dann erstmal nochmal zwei nach Langenfelde. Dann ist der Betriebshof eigentlich schon fast voll. Oder passen hier 25 Fahrzeuge rein, das weiß ich. Um mehr Fahrzeuge unterzubringen, müssen wir den Betrieb hier die Halle hier vergrößern. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist. Ah, Wagen 36, obwohl wird jetzt automatisch gemacht. Gut, prima. Prima, prima, prima. Das wird automatisch gemacht. Gut, dann können wir den nächsten Fahrer zuweisen. Bei wem bin ich noch stehen geblieben? Muss ich jetzt mal kurz mal nachschauen. Ich glaube, Fahrer 226 war das. Und dann sind wir jetzt hier nochmal zweimal Langenfelde. Fahrer 28 und Fahrer 29. Gut. Gut, dann schauen wir mal weiter, ob wir hier vielleicht Wendemutstraße noch mal ein paar Fahrer reinbekommen. Um das Ganze hier dann schneller sozusagen zum Laufen zu bekommen hier. Einen Ausgebildeten haben wir hier. Der ist schon mal gut. Und einen weiteren Azubi. Einmal lackieren. Nehme ich hier die Umbrella-Lackierung. Und dann muss ich jetzt hier die Fahrer noch ihre Dienstnummer sozusagen zuweisen. Das ist dann Fahrer 19. Und das wird Fahrer 20. Gut, dann haben wir jetzt hier auch schon die Gruppen sozusagen alle voll. Mehr oder weniger. Die vierte Gruppe meine ich. Und wenn wir dann die fünfte haben, dann können wir auch damit anfangen, vielleicht die Linie 9 damit in Betrieb zu nehmen. Und dann geht es damit auch weiter. Vielleicht bringt ja auch die Linie 9 was, dass vielleicht die Linie 263 da vielleicht ein paar Fahrgäste mehr bekommt. So, gut, das haben wir. Wir haben hier noch ein paar weitere Linien. Dann gucke ich mal. Gut, einmal hier Fahrzeug lackieren. Haben wir denn hier was Schönes? Ah. Wir haben noch Plätze frei. Gut, dann nehme ich die Lackierung einmal. Wendemutstraße wieder. Gut, dann kommt das Fahrzeug nochmal Richtung Langenfelde. So, gut. Gut, 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 gut. Wo ist denn jetzt das neu erworbene Fahrzeug? Ah, das ist da. Und dann bringe ich das auch nochmal da runter. Nach Langenfelde. Und dann weise ich hier die nächsten Fahrten drauf zu. Ich weiß, dass ich irgendwo in der 200er Gruppe war. Welcher fehlt? Fahrer 27 ist dran. Wunderbar. Und dann geht es von dort aus jetzt auch so weiter. Fahrer 228 kriegt ein großes Fahrzeug. Komm jetzt. Fahrer 229 bekommt das Fahrzeug. Da haben wir noch zwei weitere von denen da rumstehen. Wunderbar. Einmal Fahrer 230, dann kommt einmal Fahrer 239
da habe ich ihn. Auf Wagen 22. Wieder Langenfelde. Oh, Wagen 83 ist defekt. Gut, dann kommt der gleich einmal ins Hauptdepot, wird instand gesetzt. Und dann kommt dafür auch nochmal ein anderes Fahrzeug sozusagen hier rüber. Welches Fahrzeug ist denn noch frei? Hier waren 62, schicken wir dann rüber nach Langenfelde. Gut, dann kommt jetzt Fahrer 31 müsste dran sein, perfekt. Und wieder im Hauptdepot für Fahrer 240. Habe ich den schon? Nein, habe ich noch nicht. Darauf folgt dann Fahrer 249 und Fahrer 250. Und dann fangen wir eigentlich wieder bei der Fahrergruppe 1 mit Fahrer 1 an. Sehr schön. Zurück zu Fahrer 1 und Gruppe 1, um genauer zu sein. Fahrer 1, Fahrer 2, hier nehmen wir wieder eine Hestram für Fahrer 3. Ah, dann sind wir jetzt hier auch noch ein defektes Fahrzeug. Gut, da haben wir ja auch noch ein paar Austauschfahrzeuge sozusagen, ne? Kommt Fahrer 13. Gut, das ist das defekte Fahrzeug, kommt auch ins Hauptdepot. Welches Wagen 36 kommt in die Wendemuthstraße? Dann müssen wir hier auch noch mal schnell die nächsten Fahrten zuweisen. Wagen 112 wieder Wendemuth Langenfelde. Da haben wir jetzt noch ein paar Umläufe hier. Und dann sind wir jetzt schon wieder im Hauptdepot. Linie 15. Wie häufig? Viermal. Gut, dann nehmen wir da eine Hestram. Können wir so einmal eben kurz machen. Fahrer 6. Fahrer 7 nehmen Capacity mit. Und Fahrer 8 auf Wagen 152. Dann haben wir jetzt wieder mehrere Hestrams-Einsätze. Die wir ebenfalls alle zuweisen müssen, ne? Fahrer 14. Und dann geht es weiter hier mit Fahrer 12. Fahrer 12. Wagen 102. Linie 6 für Fahrer 13. Auch eine Hestramp. Und wieder Langenfelde. Gut, nochmal Langenfelde für Fahrer 35 und wieder Hauptbetriebshof für Fahrer 14 mit Wagen und ja, Wagen 105. Nee, hier kommt dann Wagen 110 und auf die 20 Wagen 50 mit Fahrer 16. Und immer so weiter und so weiter, ne? Bis wir sozusagen den größten Haufen sozusagen abgedeckt haben, ne? Gut, dann sind wir hier wieder, wunderbar. Auch mit einem Solowagen. Wunderbar. Und wieder Wendemuthstraße. Fahrer 16 und wieder Hauptbetriebshof. Fahrer 21, Wagen 42 oder wieder Langenfelde. Langenfelde, da war Fahrer 36 jetzt dran. So, sind die defekten Fahrzeuge inzwischen eingetroffen? Wagen 81 und 83 sind defekt. Gut, dann machen wir das gleich eben einmal schnell. Das
das Fahrzeug einmal in die Werkstatt kommt. Einmal nur Licht. Und einmal Scheibenwischer. Aber dann war doch auch noch irgendwo noch ein Gelenkbus eigentlich dabei, oder? Ach, da kommt es schon. Wunderbar. Wenn man von Teufel spricht, da kommt es dann schon, ne? Das kann man auch gleich mit neu machen. Gut, aus privatlichen Gründen muss ich heute leider eine etwas kurze Folge machen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Dafür gibt es aber in der nächsten, ist die nächste Folge dann etwas, sagen wir mal, wesentlich länger als Ausgleich sozusagen. Wenn es euch denn trotzdem gefallen hat, gebt doch wenigstens immer hinten ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mir sehr, 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 sehr freuen. Und ansonsten lasst ruhig gerne Kommentare da, ne? Bis denn und tschüss.